Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurer Sendung Dardasha, mein Leben in der Da'wah mit unserem geliebten Onkel Ammu Ahmed al-Khalifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Ammu Khalifa. Alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. In der letzten Folge haben wir über deine wundervollen Kinder gesprochen, deine großartige Erziehung und wie du dich für sie aufgeopfert hast. Heute möchten wir aus dieser Erfahrung lernen und über manche Herausforderungen sprechen. Wir sehen sehr oft, dass wir ein Elternhaus haben, das praktizierend ist, wo der Vater vielleicht auch Imam ist, eine führende Person in der Gesellschaft ist, aber die Kinder nicht praktizieren. Gibt es Gründe dafür? Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Der wichtigste Grund dafür, aus meiner Erfahrung, sind zwei Dinge. Die Eltern praktizieren ihren Islam außerhalb des Hauses, sind in der Moschee, sind beim Konferenzen, die reisen da, dort, führen Hajj-Gruppen. Und die Kinder zu Hause vermissen den Vater, vermissen die Mutter, die auch manchmal für Vorträge, für andere Aktivitäten außerhalb des Hauses ist. Und die Kinder sehen dabei, dass eine gewisse Rivalität da entsteht zwischen unseren Bedürfnissen und die Dauerbedürfnisse. Und wenn der Papa die Mama für die anderen entschieden hat, egal welche die anderen sind, dann gibt es eine Ablehnung, eine interne Ablehnung bei den Kindern von diesen Tätigkeiten, die da passieren. Im Unterbewusstsein. Im Unterbewusstsein. Weil ich bin nicht der Mensch, der die Ibadah machen soll, sondern ich bin der Mensch, der eine Kopie vom Vater sein müsste oder von der Mutter sein müsste. Und ich habe es verloren, meinen Vater zu mich zu ziehen, aber seine Arbeit, egal welche Arbeit, hat ihm jetzt mal gewonnen, dann habe ich eine Abneigung gegenüber diese Taten vom Vater, gegenüber meiner Konkurrenz. Und in diesem Fall ist es dann der Islam. Und dann ist der Islam. Der zweite Grund ist, was wir zu Hause erzählen von unseren Dauererfahrungen. Selbstverständlich gibt es Momente, wo wir viele Herausforderungen und Probleme bekommen. Es gibt bestimmt auch erfreuliche Nachrichten in der Dauerarbeit. Jemand, der nicht gebetet hat, hat angefangen zu beten. Jemand, der Haram gemacht hat, hat aufgehört, diesmal den Haram zu tun. Jemand, dem ich geholfen habe, einen Job zu bekommen, hat momentan kann eine obere Hand haben, statt dass er früher gebettelt hatte. Diese schönen Erfahrungen lassen, dass die Kinder sagen, was der Papa macht, was die Mama macht, ist interessant, schön, es hilft den Menschen. Ich kann davon eine Lektion für mich nehmen. Man sagt auch jetzt mal, dass der Apfel nicht weit weg von dem Baumstamm jetzt mal fällt. Und da werden die Kinder in der Nähe da sein. Es gibt das andere auch, dass ich sage, ich leide in meinem Beruf, weil da gibt es diese ungeregelte Termine. Ich leide in diesem Beruf, weil Menschen kommen und können mich immer kritisieren, wenn ich denen nicht erfülle, was sie möchten. Ich leide in diesem Beruf, weil die Finanzierung ist nicht in Ordnung. Ich leide in diesem Beruf, weil die Presse ist ungerecht uns gegenüber und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Gründe, dass man sagt, hier habe ich eine Herausforderung, hier habe ich ein Problem, aber ich habe es gemeistert und ich habe es gewonnen am Schluss. Und am Schluss habe ich einen Erfolg bekommen. Wenn die Kinder die erste Hälfte hören, welche Probleme da sind, dann wird man sagen, warum soll ich das Gleiche tun? Mhm. Ob das ein Mediziner ist, ob das ein Ingenieur ist, egal welchen Beruf, die Kinder würden in dem gleichen Fußstapfen der Eltern weitertreten. Wenn man hört, ist es schön und gut und positive Ereignisse passieren dabei. Und man will sagen, ich mache es nicht, weder für mich noch für jemand anders, wenn man nur das Negative hört. Das heißt, man hört nicht von den positiven Aspekten der Dauer,
sondern nur das Negative, beziehungsweise man erfährt vom Leiden, aber nicht vom Ende des Leidens und der Frucht. Richtig. Das kann das Leiden von dem Dai jetzt mal erzählt werden, dass ich sage, ich habe das Problem heute gemacht. Oder wenn meine Frau zu Hause immer sagt, euer Vater ist nicht immer zu Hause, ich bin der arme Mensch, die anderen Frauen haben, ihre Männer sind dabei, ihr könntet eure Heimat nicht besuchen. Es gibt viele Gründe, dass man sich beklagen kann. Alles kommt vom Vater. Ja, dann ist der Vater und sein Beruf, Vater und seinem Egoismus sind schuld daran, da selbstverständlich werden die Kinder sich davon fernhalten. Und viele sind sich nicht dessen bewusst, welche großartige Leistung eigentlich diese Menschen für die Gesellschaft machen und wie viele Menschen ihnen dankbar sind, bis dieser Dai stirbt. Weil dieser Mensch hat es nicht erklärt. Mhm. Er hat es nicht gezeigt zu Hause, dass er das genießt. Dass er zufrieden ist mit diesem Erfolg, dass er den gleichen Erfolg für seine Kinder sich gönnt. Mhm. Wenn der Arzt zu Hause erzählt, dass er jeden Tag müde nach Hause kommt, dann wird deine Kinder nicht Ärzte. Wenn der Arzt sagt, welche Erfolge und welchem Leute waren am Sterben und man jamian und ich habe dem Menschen geholfen, dass er seine Lebensqualität sich verbessert und Allah wird uns insha'Allah und meine Kinder haben Geduld mit mir wegen der Operation, meine Frau hat Geduld mit mir, möge Allah euch auch jetzt mal den gleichen Erfolg geben und den gleichen Hasanat auch schenken, dann hat man eine positive Einstellung über den medizinischen Job. Und das ist auf jeden Fall in der Dauerarbeit, merke ich schon, dass viele Leute das Positive nicht erzählen, mehr über das Negative. Und die Kinder sehen, dass eine gewisse Rivalität zwischen Kind und Beruf oder Berufung und die Eltern haben für das andere entschieden, dann entscheiden wir auch für das gegen das andere. Oft sind sie die zweite Wahl. Ja. Du hast einen wichtigen Punkt am Anfang erwähnt, nämlich, dass man die Dauer nicht mit nach Hause nimmt. Ja. Das heißt, mein Vater, oft hören wir das auch von Kindern, deren Eltern islamisch aktiv sind, ihr kennt meinen Vater nicht. Mein Vater ist in der Moschee der Imam, aber zu Hause wäre anders. Wie geht man mit diesem Phänomen um? Vor allem als Da'ia und wie hütet man sich davor und nimmt sich in Acht, dass man letztendlich nicht das macht und danach handelt, was man predigt? Ich glaube, es gibt in bestimmten Bereichen des Lebens, dass die Menschen die Tradition mehr wertschätzen als die Religion und die Pflichten des Islams. Vor allem, wenn die Pflichten für mich ungemütlich werden. Mhm. Ich bin begeistert von dem Propheten, weil er mit seiner Frau das und das und das gemacht hat. Diese Begeisterung nehme ich nicht als eine Verpflichtung für mich, als Da'ia, dass ich das Gleiche tun soll. Wenn ich jetzt mal den gleichen Islam stellvertreten möchte in der Gesellschaft, dann muss ich auch jetzt mal die Sunna des Propheten auch stellvertreten. Und das tun in der Absicht der Menschen. Wenn ich das nicht mache, dann werde ich in meiner Tradition gefangen sein. Dann habe ich die zwei Unterschiede, was man sagt und was man tut. Es ist ein Ergebnis, dass ich wirklich die Wahrhaftigkeit meine religiöse Pflicht nicht verstanden habe, sondern ich habe nur die Tradition mehr wertgemessen als den Islam selbst. Es gibt ein arabisches Sprichwort, das sagt, La karamata li nabiyyin fi qawmihi, dass der Prophet, derjenige, der eine Botschaft hat, wirklich keinen Stellenwert in seinem Volk genießt. Und erst die Menschen, die außerhalb seiner Stadt sich befinden, ihn wertschätzen und wahrnehmen. Das bezieht sich nicht nur aufs Volk, vielleicht manchmal sogar auch auf die eigene Familie. Man hört von Duat, von Predigern, die von Tausenden, vielleicht sogar auch Hunderttausenden von Menschen verfolgt werden, deren Vorträge besucht sind, die zahlreiche Menschen inspiriert haben, aber nicht in die Herzen ihrer eigenen Familie durchgedrungen sind. Und dann fragt man sich, der Sohn dieses großen Predigers betet nicht. Die Tochter, vielleicht trägt sie kein Kopftuch oder praktiziert nicht. Wie geht man damit um? Selbst wenn man kein Prediger ist. Ich bin ein praktizierender Mensch, besuche die Moschee 5-mal am Tag oder mehrmals die Woche, aber meine eigenen Kinder beten nicht mal. Unser Vorbild sind nicht die arabischen Sprüche, sondern den Propheten und die anderen Propheten. Stimmt bei manchen Propheten, dass sie bei deren Völker keinen Erfolg bekommen haben.
Aber es stimmt auch, dass wo der Erfolg war, war sehr intensiv. Die Gefährten des Propheten, die Sahaba, die kommen aus seinem Volk. Die kamen nicht, diesmal, nicht vom Ausland. Die waren auch in Mekka dabei. Und in Medina waren die Leute aus dem Medina selbst. Und die haben den Propheten geachtet und respektiert, so beispielhaft, dass niemand sich vorstellt, dass sowas sich nochmal wieder wiederholen kann. Das heißt, dass ein Prophet in seinem Volk keine Wertschätzung hat, stimmt nicht hundertprozentig. Der Widerstand in seinem Volk ist groß, das stimmt. Aber wenn dieser Widerstand gebrochen wird, dann werden diese Leute die Wertschätzung des Propheten mehr sehen. Die Frage ist nur, wann kann man das brechen? Und wie? Wie breche ich diesen Widerstand? Umar ibn al-Khattab ist ein Beispiel. Er hat den Krieg gegenüber den Muslimen geführt und dass es gebrochen ist. Hat Alhamdulillah Rabbil Alamin am gleichen Tag war er bereit, für den Islam sein Leben jetzt mal zu geben. Er wartete nicht, bis er alles lernt und alles richtig macht, sondern vom ersten Tag war er bereit, die Religion zu verteidigen mit der gleichen Gleichwürdigkeit oder wie vorher als Gegner des Islams. Wann der Segen vom Allah subhanahu wa ta'ala kommt, das weiß ich nicht. Aber ich muss keinem Steine im Wege von meinen Kindern, von meiner Familie, von meinem Volk jetzt mal legen. Was wären solche Steine? Das ist die Wertschätzung von meiner Kultur noch größer halte. Dass ich sage, ich mache das und ihr solltet das so machen, wie ich das tue. Und wenn die Kinder fragen, warum, und wir leben in einer Gesellschaft, die die Frage nach dem Warum viel stärker ist als überall. Nach dem Warum geht es seit Adam a.s., als Allah subhanahu wa ta'ala ihm verboten hatte, aus dem Baum zu essen, war die Frage von dem Warum dabei. Und der hat der Scheitan ausgenutzt, diese Frage, und hat Adam und Eva auch jetzt mal verführt dadurch. Und meine Kinder haben diese Warum-Frage bei sich. Da muss ich mich jetzt mal vorbereiten mit der Antwort auf diese Warum-Frage. Wenn ich sage, nur weil es so ist, weil es unsere Kultur ist, weil es unsere Religion ist, dann können die Kinder sehen, dass diese Religion, diese Kultur nicht logisch ist und ungerecht ist, dass man das praktiziert in dieser Gesellschaft. Wenn ich sage, so ist es bei uns zu Hause, aber wir sind nicht bei euch zu Hause dort. Ob dieses Zuhause in Afrika oder in Asien ist, spielt gar keine Rolle in diesem Moment. Aber in diesem Moment, ich bin in einem anderen Kontinent und ich möchte hier etwas leben und ich brauche diese Antwort auf diesen Warum. Und ich gehe davon aus, dass viele von unseren Imame kaum eine Antwort auf viele Warum haben. Und da kommt der Scheitan rein. Und warum haben sie keine Antworten? A, die haben es nicht gelernt. B, die haben wenig Interesse. Ihr Interessenbereich ist nicht die Rettung der Menschen, sondern der Interessenbereich ist, sich selbst zu profilieren. Ich mache etwas Gutes für Allah subhanahu wa ta'ala. Und ich bin so zufrieden und den Rest übernimmt Allah subhanahu wa ta'ala für mich. Aber wenn ich das Gute mache, auf der richtige Art und Weise, die passend ist für diese Personen, an diesem Ort, in dieser Zeit, in diesem Jahrhundert, haben wir nicht gelernt. Lass uns vielleicht einen noch schwierigeren Punkt ansprechen. Wir haben jetzt gesagt, wenn das Kind nicht betet oder nicht fastet, den Pflichten nicht nachgeht, dass wir das nicht richtig dargestellt und präsentiert haben. Wie gehen wir aber mit Sünden um? Das heißt nicht, dass sie ihren Pflichten nicht nachgehen, sondern dass sie bestimmte Verbote machen. Das Kind ist in falschen Freundeskreisen, ist vielleicht im Nachtleben involviert, trinkt, kommt mit Drogen in Kontakt. Wie überwindet man da den Schock? Wie reagiert man da richtig? Ich glaube, wenn ich zuerst soll ich erfahren und zugeben, ich habe einen Fehler gemacht. Ich war nicht der richtige Begleiter für meine Kinder. Weil die Kinder sind rein und unsündig geboren und die haben die Sünden, die haben die Schwächen gewonnen, als sie unter meinem Obhut waren. Das war ich nicht der gute Aufpasser für meine Kinder in diesen Momenten. Ich muss erkennen, ich bin ein Teil des Problems. Und wenn ich ein Teil des Problems bin, dann kann ich nicht hundertprozentig ein Teil der Lösung sein. Ich kann die Lösung suchen, ich kann die Lösung von außerhalb holen, aber von mir momentan als Teil des Problems kann ich nicht alles lösen.
Da muss ich es mal zugeben. Nummer zwei, ich kann mich entschuldigen bei meinen eigenen Kindern, dass meine Fehler hat denen in diesem Krise gebracht. Die werden bestimmt nachdenken, was wäre es besser. Und haben wir den Vater verletzt oder die Mutter verletzt in diesem Moment. Nummer drei, ich glaube, dass wir, wenn wir die Kinder immer kritisieren, weil die in falschen Umkreise sich bewegen, da werden die Kinder noch stur sein, mehr stur sein als vorher. Und die werden festhalten an diese Gruppen. Jetzt erst recht. Ja, wenn ich meinem Kind sage, dein Freund ist ein falscher Freund. Mhm. Es ist die Botschaft, was bei dem Kind kommt, heißt, du bist blöd, du hast den falschen Freund als Freund genommen. Ist nicht die Kritik an den falschen Freund und die Kritik an meinem Sohn, an meine Tochter, dass die so naiv waren, dass sie diesen Mensch als Freund genommen haben. Und weil jeder von uns bei jedem Kritik sich verteidigen möchte, ist deren Verteidigung, wir halten noch mehr fester an diese Person. Und es wäre besser, wenn ich sage, ich kritisiere diese Menschen nicht, ich kritisiere meine Kinder nicht, sondern ich kritisiere die Lage, die meine Kinder in diesem Zustand gebracht hatte und zeige ich mich bereit zu helfen, wenn die Hilfe gebraucht ist. Aber ich bin nicht allein als Helfer dabei, ich muss eine andere Stelle. Eine fremde Person wird aus Respekt mehr Gehör verschaffen als dem Vater, denn man sagt, er ist ein Teil des Problems. Und da ist es notwendig, dass die Imame miteinander arbeiten, dass man auch die Wahrheit erzählt. Man kann sagen, ich werde mein Gesicht bewahren und meinen Ruf bewahren und davon nichts erzählen. Aber wenn ich das nicht tue und das korrigiere, in 5 Jahren ist das Problem größer. Dann wird jetzt mal recht erzählt überall, wird jeder das sehen auf der Straße. Dann muss ich jetzt mal mit jemandem zusammenarbeiten, dass wir diesem Kreis von Personen einen Schutz geben für die Kinder. Von einem anderen Imam in diesem Moment vielleicht. Dann kann ich den Imam helfen bei seinen Kindern, dann kann der Imam mir helfen bei meinen Kindern. Dann tauschen wir auch jetzt mal unsere Erfahrungen in der Familie. Und wir vergessen immer den Dua. Und wie es sehr notwendig ist und hilfsreich ist, den Dua zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das, was ich nicht richtig gemacht habe, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich dafür verzeihen und meine Kinder von den bösen Folgen davon jetzt mal im Stich lassen, sondern dass Allah denen unterstützt und hilft. Ich glaube, in diesem Moment die ersten Schritte, dass ich erkenne, was ich von falsch gemacht habe, welche Ziele habe ich bei den Kindern. Und die Mittel suche ich von erfahrenen Personen. Und wie gesagt, es gibt viele Beratungsstellen in der Gesellschaft. Ich möchte auch die Menschen ein bisschen beruhigen von bestimmten Ausrutschern von den Kindern. Allah subhanahu wa ta'ala gibt jedem von uns eine Erziehung, die notwendig ist für seine Aufgabe auf dieser Erde. Das gehört zur Gerechtigkeit von Allah subhanahu wa ta'ala, für mein Verständnis darüber. Und wenn ich später in den Drogenberatung arbeiten soll, vielleicht muss ich in meinem Leben im Kontakt, in Berührung kommen, jetzt mal mit Drogen. Dann weiß ich schon von innen, wie schlimm das ist und welche Schritte habe ich mich dorthin geführt und wenn ich jemanden schützen möchte, was muss ich machen? Das heißt, diese kleine Schleife, die jeder von uns in seinem Leben bekommen hat, der beim Geld, der beim Studieren, der beim Gesundheit, der beim Urlaub. Diese Erfahrung wird diesmal viel helfen. Aber man soll sehen, diese Begleitung von den Eltern muss rechtzeitig die Kinder retten. Ich glaube, das ist auch ein Problem bei vielen, wenn die am Schluss die Schulden an eine dritte Person geben möchten und sagen, deine Freunde sind schuld. Die Gesellschaft ist schuld, das Fernsehen ist schuld, der Internet ist schuld, obwohl das alle diese Mittel haben auch etwas Positives drin, aber das Negative haben die Kinder jetzt mal mehr hingezogen, weil keine Anziehungskraft von der Seite der Eltern vorher war mit ihren Programmen, mit guten Freundenkreisen. Wenn niemand uns nach Hause besucht und keine anderen Familien kommen, keine anderen Freunde zu meinen Kindern kommen, dann werden die Kinder
Partner suchen von ihren Gleichaltrigen von außerhalb, und es ist die Gefahr schon da, dass diese Personen Fehler machen. Bei Partner möchte ich da einhaken. Ich weiß, du hattest mal einen sehr brisanten Fall gehabt, sehr heiklen Fall, der natürlich auch anonym bleibt, wo es dann zu einer negativen Konsequenz und Folge kam, die verheerend war, und die beteiligten Parteien dann zu dir kamen. Und wie du das gelöst hast und wie du damit umgegangen bist, das erfahren wir dann inshallah in der nächsten Folge von Dardasha. Was das Problem ist, sage ich noch nicht jetzt. Dafür müsst ihr euch bis zum nächsten Mal gedulden. Das war's für heute von Dardasha, mein Leben in der Da'wa, und unserem geliebten Onkel Ammu Ahmed Al-Khalifa. Seid morgen wieder dabei, wenn es heißt Dardasha. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.